Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Brief Edge. Ja, wir brauchen auf alle Fälle viel Metall jetzt, denn ich muss mir neue Werkzeuge bauen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher? Ich brauche auch noch Kisten. Also wir brauchen jede Menge Metall, um es ganz kurz zu machen. 11 Schläge haben wir noch. Ja, sehr gut. So, da haben wir schon mal das. Alkali könnte auch hier sein, ne? Wir können das ja mal prüfen. Gibt's bestimmt. Warte mal, das muss ich erstmal einsammeln hier. Da ist Alkali. Das ist ja ein Ding. Boing. Was brauchen wir denn extra hier? Okay, nur dann machen wir es mit dem. Drei Stück sind okay. Strahlung? Strahlung ist doch gut. Was willst du denn? So, 4 Schläge. Das wird nichts mehr, den hier zu verhauen. Was sagt unser Sauerstoff? Der ist okay. Ich nehme das hier mit. So, neue Werkzeuge. Wir brauchen so einen Greifer und wir brauchen ein oder zwei von den Schabern, dass wir was da haben. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Schreit doch nicht so rum hier. So, einmal da rein. Einmal Ausrüstung, Werkzeuge. Einmal das. Für den Greifer brauche ich auch eine Batterie. Oh, wow. Batterie, Kabel und Aluminium. Das ist ja krass. Batterie, Kabel, Aluminium. Dann ist er ja eigentlich richtig teuer, du. Das war mir ja gar nicht mehr so bewusst. Was sagt unsere Batterie? Unsere Bohrer, der sagt, da habe ich noch einen zweiten. Die Kamera habe ich auch noch eine zweite, sehr gut. Ja, und dann sollte das erstmal reichen, ne? Wie viel hat er? 4. Ich mache nochmal einen. So, und dann können wir gleich eine Kiste noch machen. Sehr gut. Die machen wir gleich mal hier hin. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Ich dreh das mal. Mal sehen, wo es hinfällt. Sehr gut. Sehr gut gefallen. Okay. Dann würde ich mal aussortieren. Eigentlich diesen Rotz hier, den wir jetzt haben. Ja. Why do you need a new spacesuit? I'm better than any new spacesuit. I recommend just upgrading the current equipment. For example, paint the helmet. I'm sure it will help. Warte mal, wir tun die Sauerstoffabteilung darüber. So machen wir es. Und die Bauabteilung kommt auch darüber. Ja, so machen wir es. Gut, dann jupp, so ist es okay. Gut, nicht, dass man in Schwierigkeiten geraten, würde ich mal sagen, ich nehme sowas mit. Und das tue ich mal für den Moment zurück hier. Ja, ja. Alkali. Wir konnten doch irgendwas. Ich habe doch das für irgendwas gebraucht, für dieses Gerät hier, ne? Ah, da ist der lackierte Helm. Jetzt kommt das. Glas, Alu, Farbe, Plastik, genau. Da, wo wir wieder ziemlich weit zurückreisen müssen, dann kommt es angewackelt. Alkali, veredeltes Metall und Titan. Ich prüfe nochmal. Titan wollte ich. Titan. Veredeltes Metall. Das. Ein Alkali muss ich behalten. Und ich brauche nochmal 4 Eisen. 4 Eisen brauchen wir. Eigentlich brauchen wir viel mehr Eisen als 4, aber wir prüfen. So.
So, okay. Das waren bloß zwei, okay. Nicht so schlimm. Dann nehmen wir den mit. Wir nehmen aber gleich die umliegende mit, ne? Könnte es natürlich auch alles hier irgendwo in der Ecke lagern, ne? Dann sieht das ja aus wie bei Rumpelbumbels, aber das will ich eigentlich auch nicht, ne? Ressourcen. Machen wir mal. Drei Stück kriegen wir ganz locker hin. Und dann haben wir wieder eine Kiste. Sehr gut. Sehr schön. Drehen. Und dann lassen wir sie fallen. So, was tun wir denn da rein? Schönes. Jetzt wäre die Frage, diesen ganzen Klimbim will ich da eigentlich nicht reintun. Elektronik würde ich da reintun. Das heißt, die ganzen Magnetsachen, Glühbirnen, Elektronik, Batterien, Alkali gehört für mich auch dazu. Ja. Das wäre es eigentlich erstmal. Was haben wir hier drin? Sauerstoffzeug. Genau. Das Alu nicht. Korrekt. So, ja, ein bisschen Eisen bräuchte ich noch. Eine würde ich mir gerne noch bauen. Und das werden wir auch tun. Na. Wo ist er denn hin? Da. Ne, da gehe ich später hin. Ich will erst mal ein bisschen Eisen will ich noch. Wir prüfen noch mal hier. Was ist denn das hier? Warte, hier haben wir da was. Ja, sehr gut. Ich gehe erstmal rein, neu auftanken. Dann holen wir noch ein bisschen was.
glaube, ich brauche ein bisschen mehr Wasser. Sehr gut. Das sollte schon langen. So, jetzt werden wir uns den hier noch holen. Der hat auch ein paar Trabanten hier, die können wir mit einsammeln. Wie lange haben wir denn? 2, 4, 6, 10, 12. Das sind 3. Hier. Das kriegen wir gebacken. Ja, so sieht's aus, ne? Okay. Dann mache ich jetzt noch einen Koffer und dann sind wir eigentlich, glaube ich, soweit, dass ich sagen kann, damit sind wir fertig. Nebenbei haben wir ja ein bisschen was erkundet. Ist also alles im grünen Bereich. So, den tue ich mal hier runter. Und der kommt jetzt hier hin. Ich drehe den bloß mal. Und dann würde ich da nämlich hier... Genau, da kommen jetzt die Utensilien rein, die wir hier nicht verwerten können, wie zum Beispiel das hier alles so, ne, diesen ganzen Schnickschnack. Das würde ich nämlich gerne hierhin haben, weil das rühren wir wahrscheinlich nie wieder an und da ist das auch mal irgendwo hingeräumt, wo es weg ist. Sehr gut. Es wird sich bestimmt noch ein bisschen füllen, ich gehe zumindest davon aus. Hier bin ich eigentlich nicht ganz so glücklich mit dem Sauerstoffbereich, aber okay, dann ist das so. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir alles Mögliche. Ich würde die Scheren nochmal hier aussortieren, weil das eigentlich mehr oder weniger alles hier nur Metalle etc. sind. Und das würde ich vielleicht bei der Elektronik mit reintun. Jupp. Da ist da auch ein bisschen mehr Platz. Und Essen war hier. Da haben wir nichts mehr an Wasser. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen Wasser machen. Also wir haben damit keine Probleme. Es gibt auch, wie gesagt, auf den Felsengürtel hier, Asteroidengürtel, was auch immer, da haben wir auch noch diese Wasserstellen. Und zwischendurch haben wir natürlich auch noch das ein oder andere. Also das passt schon. So, und noch 2 normale Essen. Und dann ist alles gut. Jupp. Schon haben wir das. Kann das hier zurück. So, eins lasse ich drin, eins nehme ich mit. Jawohl, das sind 25 und das sind 30. Hier haben wir doch ein Metall. Und dann ist es das schon mal. So, wartet mal, ich wollte noch mal schauen, ob wir jetzt noch was zum Verbessern haben. Ausrüstung, die Sauerstoffflasche, den Kompensator wollten wir bauen, ne? Kompensator. Da muss ich noch mal schauen, wo der war. Ich glaube nicht hier. Zusammengesetztes Alkali, veredeltes Metall zweimal und Titan. Titan. Das wird nicht reichen. Da fehlen uns 2. Und Alkali hatten wir wohin getan? Dann war es hier bestimmt. Jawohl, dann brauche ich noch 1, 2, 3, 4, brauche ich noch 2 Metall. Die kriegen wir auch noch gebacken. Hier unten hatte ich ja noch eins, das wird reichen. Und dann brauche ich wieder Metall, um mir ein neues Werkzeug zu bauen. Oder habe ich noch eins? Ich habe noch eins, sehr gut.
Sehr gut, das reicht schon mal. Ich prüfe nochmal ganz kurz, ob wir hier noch was haben, was wir mitnehmen können. Wasser ist immer gut. Aber das war es auch schon. Ja, müssen wir vielleicht nochmal wiederkommen, nochmal schauen, ob es hier noch was gibt. Aber ich glaube, da sind wir erstmal versorgt. Gut, dann können wir jetzt den Kompensator bauen. Fädeltes Metall. Natürlich brauchen wir fädeltes Metall. Natürlich. Ressource. Da haben wir ihn. Sehr gut. Batterien, Metall und Alkali. Ja, das kriegen wir auch hin, ja, wenn wir es brauchen. Gut. Jetzt haben wir nochmal Folgendes. Wie viel braucht ihr hier von der Farbe? Viermal Farbe. Glas zweimal, das hätten wir, glaube ich, da. Aluminium haben wir da und Plastik, das haben wir auch da. Aber das ist so eine Sache hier mit dem Ding. Eigentlich ist es sinnlos. Ich weiß nicht, wie man da was sehen soll. Vielleicht wird bei der Strahlung wird das dann alles durchsichtig. Ich weiß es nicht. Gut, Kompensator, Plastik und dickes Isolierband. Dann hätten wir das eigentlich. Zweimal Plastik. Dickes Isolierband. Yeah, Baby. So, 125 Sauerstoff. 75 haben wir, glaube ich, Standard. Das heißt, wir würden uns jetzt auf 200 Sauerstoff begeben. Wir prüfen. Es lädt also immer bei 75, weil 75 der Standard ist. Ne? Ich vermute mal, das ist die Luft in unserem Raumanzug ganz einfach. Deswegen hat es für uns auch funktioniert. Genau, und jetzt haben nämlich auch diese Kartuschen einen Sinn. Sobald es halt runter ist, auf 5 oder so, könnt ihr das reintun. Und dann habt ihr nicht ganz so viel Verlust. Schöne Sache. Ich habe noch einen Schaber, ja, den habe ich noch, das ist sehr gut. Dann können wir hier das hier mit rein tun, genau. Der Bohrer ist gut, das läuft. Ja, den Bohrer kann ich gleich mal ausrüsten. Und den kann ich auch hier rein tun, der hat noch was, der hat auch noch was. Und dann habe ich noch den zweiten, genau. Gut, trinken war hier. Dann kommt das hier rein. Und das kommt hier rein. Sehr gut. Wie sieht's aus von der Zeit her? Ja, wir können vielleicht nochmal einen Ausflug zu einem Objekt machen. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier noch eins haben. Wir haben mit Sicherheit. Ich hatte doch hier oben noch eins, oder? Hat man das schon? Ne, das hat man schon besucht. Da hinten, genau. Das nehmen wir. Ja, dann sollte das passen. Ich würde gern mal. Batterie, Plastik, ja, ist sehr gut. So, den kann ich mal hier reintun, genau. Ja, siehst du, da haben wir wieder Metall. Ja, bevor ich gleich hier schaue. Okay. Oh. Das ist aber nett. Das ist auch nett. Noch eine Kamera. Wo kam die denn jetzt her? Eisen ist auch gut. Ja. Echt schick. Wo machst du denn hin? Cool. Siehste, hätten wir gar nicht so viel sammeln brauchen. Ach, das ist aber auch. Wie du das machst, machst du es verkehrt, ne? Diese Stille, das ist echt toll.
This part belongs to the shuttle's owner, or owners. It's hard to tell whether the remains belong to just one person. In any case, this won't do. We need something below the belt, if you know what I mean. Noch ein Kabel. So, ich muss zurückkehren. Warte mal, dich will ich noch mitnehmen. Jawohl. Und dann müssen wir leider schon zurückkehren. Aber kein Problem, wir kommen wieder. Wie viel habe ich denn hier noch? 15. Mhm. So. Ja, sehr schön, ne? Läuft. Okay, wie sieht's hier aus? Wir können das... Ne, das will ich nicht, oder? Ich wollte das so essen, trinken. Wie liegt man denn in der Zeit? Ja. Was sagt mein Schaber? Der hat noch 15. Wir hatten hier oben das angefangen. Das würde ich noch gerne machen, bevor wir das vergessen. Und zwar hat man hier Treibstoff geholt. Da war noch ein bisschen was übrig. Und bevor das in Vergessenheit gerät, dass hier noch Treibstoff ist, würde ich es lieber da, wo wir eben, wie gesagt, noch nicht waren, lassen. Aber dort, wo wir eben waren, würde ich es eben auch dann ganz gerne mitnehmen. Jetzt muss ich bloß schauen, wo es war. Da. Genau. Ja, das ist eben immer das, wenn dann nämlich das Fragezeichen hier löscht, dann weiß man gar nicht mehr, war da nochmal was? Müssen wir da nochmal hin? Wie läuft das? Hm. Aber mit dem vielen Sauerstoff ist schon klasse, ne? Ja. Da können wir nichts mehr machen. Gut. Okay. Dann sollte das hier soweit okay sein. Wenn wir mal noch was brauchen, müssen wir eben die Fracks dann nochmal absuchen. Ne? Dann ist es halt so. Lässt sich dann hier ändern. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Warte mal, hier haben wir noch ein bisschen... Wenn wir schon dabei sind. Okay. Frage mich gerade, waren das immer 5? Oder? Haben wir jetzt nur Glück? Nun, wie auch immer. Nehme ich das gleich noch mit hier. Da ist das auch erledigt. Ich werde den Harz mal rüber transferieren zum... Warte mal, das muss ich mal rausnehmen. Ich werde ihn mal rübernehmen in den Elektronikbereich, glaube ich. Oder? Ne, in den Sauerstoffbereich, genau. Weil das auch Transport ist etc. Und hier haben wir Platz drin.
Und da oben wird es langsam eng. Ne? Gut. Ja, hier haben wir sonstige Sachen, die wir so finden. Da wird sicherlich noch was dazukommen. Ja, dann würde ich mal sagen, schöne Folge. Geschafft haben wir auch was. Und wir haben jetzt auf alle Fälle die schöne Sauerstoffflasche. Und es geht voran. Das ist es aber auch, glaube ich, erstmal für die nächste Zeit. Dann kommen die Anzüge nochmal ein Upgrade. Und dieser komische Helm, den müssen wir halt noch machen. Ne? Aber naja, das wird sich dann auch geben. Ich glaube, das ist nochmal was richtig Gutes hier. Dieser obsolete Beschleuniger. Ja, das sind dann Spezialanzüge. Na, der eine für dies, der andere für das. Muss man dann schauen, was man dann anzieht. Ja, dann haben wir hier wieder ein paar neue Stoffe, die wir gefunden haben. Feine Sache. So, zusätzlich ist der Kompensator. Ja. Okay. Nachrichten vom Babe. Ja. Dann haben wir hier ein kleines Wohnmodul, haben wir jetzt dazu bekommen. Und da sind nochmal ein paar Poster. Das Küchenutensilien. Gegenstände. Sonstiges. Finger und das Auge. Ja, so sieht's aus. Und natürlich hier der Darmhund. Ah, es gibt noch eine ganze Menge zu finden, ihr seht es. Ich überprüfe mal unsere Haltbarkeit hier. Ja, da müssen wir auch was tun. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und dann, ja, bis demnächst. Und es wird immer mehr an Kameras hier. Okay. Ich tue das mal mit zur Elektronik rüber. Ich glaube, eins ist zu wenig und fünf ist okay. Dann haben wir 6. Dann sind die Geräte wieder weg. Aber den 14er, den packe ich jetzt zurück. Das ist jetzt ja nichts. Gut. Verband habe ich für den Notfall dabei. Könnte mal rüberfliegen und ein bisschen schlafen. Aber für den Moment ist das erstmal gut so. So, haben wir hier noch was? Vielleicht mal ein Wasser mitnehmen und was zu essen. Und den Bau... Wo habe ich denn den hingetan? Hier hin. Genau. Der kommt hier mit rein. Und dann ist es das. Bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.